Guten Morgen an diesem wunderschönen Sonntag. Da jetzt die nächste Woche ansteht, möchte ich euch mit einem meiner Lieblings-Orakelkarten etwas zeigen. Also ich lege euch für die nächste Woche mal den Input, den diese Karten euch geben möchten. Und zwar möchten sie euch auf Gefahren aufmerksam machen oder euch bestärken, die nächste Woche verstärkt an einem Thema an euch zu arbeiten. Ich bin mal gespannt, welche Karte für die nächste Woche dran ist. Ups. Ups. Das sind zu viele Karten. Die kann ich nicht alles vorlesen. Tut mir leid, ihr Lieben. So, dann machen wir noch mal weiter. Ich muss noch die perfekte Position für das Mikrofon finden. Und das Handy. So. Dann holen wir diese Karte. Wir sollen uns der Gefahr bewusst werden, weil das hier eine Warnkarte ist. Hüte dich vor Wünschen. Wünsche sind keine Ziele und führen nicht zur Zufriedenheit, da jeder Wunsch, der erfüllt wird, zwei neue Wünsche gebiert. Lass das Wünschen und setze dir Ziele, deren Erfüllung in deiner Hand liegt. Wünsche sind nur Gedankenspiele. Suche stattdessen nach deinem Herzensziel. Also, diese Karte möchte uns darauf aufmerksam machen, dass der Mensch sich ja gerne Sachen wünscht. Ich wünsche mir gerne Sachen, du wünschst dir sicher auch gerne Sachen. Die Gefahr darin besteht, dass Wünsche Sachen sind, die wir selber selten erreichen können. Wenn es ein Wunsch ist, den du selber erreichen kannst aus eigener Kraft, kannst du es auch dein Ziel nennen. Wenn du einen Wunsch hast und der in Erfüllung geht, hast du nicht diese Zufriedenheit und Befriedigung, als hättest du dir das Ziel gesetzt, es zu erreichen und es durchgezogen und geschafft. Das ist die Gefahr dahinter, weil du beginnst dann immer mehr zu wünschen und mehr zu wünschen und verlierst dich dann darin. Das kann dazu sorgen, dass du keine Ziele mehr setzt, sondern deinen Wünschen hinterherrennst und deine eigenen Fähigkeiten in dir drin verschließt, was dafür sorgt, dass du dich selbst kleiner machst, als du bist. Daher versuche die nächste Woche mal zu erfahren, wie oft wünschst du dir was und kannst du das auch als Ziel machen. Ich wünsche dir viel Erfolg und bis nächste Woche.